Mighty Boards, jedes Mal, wenn ich diesen Namen höre, dann denke ich irgendwie sofort an so krasse Brecher mit riesigen Miniaturen oder irgendwie sowas. So Mighty Boards. Dark Society ist das überhaupt nicht, es ist ein Familienspiel. Hallo meine lieben Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zu einer weiteren Review hier bei Hunter und Friends. Und heute stelle ich euch Art Society vor von Mitch Wallace, nicht Martin Wallace, ein anderer Wallace, Mitch Wallace. 2 bis 4 Spieler, 30 bis 60 Minuten, ab 10 von Mighty Boards, kommt jetzt aber auf Deutsch bei Huchenfriends, nein, Huch einfach nur unter dem Namen, ich vergesse es immer wieder, Galerie der Künste. Dankeschön. Galerie der Künste. So. Und das Lustige an dem Spiel ist, oder das Lustige, verwirrende vielleicht erstmal, Mighty Boards. Jedes Mal, wenn ich diesen Namen höre, dann denke ich irgendwie sofort an so krasse Brecher mit riesigen Miniaturen oder irgendwie sowas. So Mighty Boards. Dazu ist das Logo auch noch so finster dreinblickend. Aber ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, dass sie am Anfang, sie haben, glaube ich, am Anfang dieses Vengeance gemacht. Das war ja so ein bisschen so ein brutales, böses Spiel. Und Art Society ist das überhaupt nicht. Es ist ein Familienspiel. Ein schönes Familienspiel, wirklich sehr schönes Material, das muss man gleich mal vorweg sagen hier. Allein schon hier dieser, ne, durchbrochenes Cover hier. Wirklich schön, tolles Inlay, sehr praktisch beim Spielen, kann man die Sachen drin lassen, schön sortiert. Und ja, ein Auktionsspiel mit Kunstthema. Naja, da klingelt es natürlich sofort mit Modern Art, komme ich zum Fazit nochmal zu sprechen. Aber es ist wirklich ein schönes Spiel. Mir hat es wirklich gut gefallen. Vor allem der Auktionsmechanismus ist hier schön familienfreundlich gestaltet. Wir gucken mal rein ins Material, in die Regeln. Und dann sehen wir uns wieder beim Fazit. Hier sehen wir das Material in der Übersicht. Jetzt hier nur ein Spielertableau und das Wertungstableau. Aber ich erkläre es natürlich trotzdem für mehrere Spieler. Hier seht ihr auch wirklich dieses sehr, sehr schöne Inlay hier mit diesen verschiedenen Teils hier schön sortiert. Das ist wirklich super. Material ist ja klasse, sage ich dann auch nochmal im Fazit. Allerdings eine Sache muss man tatsächlich ein bisschen negativ anmerken. Ihr seht bei mir zumindest hier, ist nicht ganz eben die diese Boards, weiß nicht, ob das dann in der deutschen Fassung anders sein wird. Ja, nicht ganz optimal, aber für mich zu verschmerzen. So, wie spielen wir das Ganze? Wenn wir dran sind, dann, ja, beziehungsweise wenn wir der Auktionator sind, das ändert sich natürlich immer, dann dürfen wir uns Gemälde aussuchen, der Anzahl der Spieler plus 1. Und wir können nun beliebig nehmen. Wir können zum Beispiel sagen, ah, ich nehme so ein ganz großes hier, dann kommt es hier hin. Auf diesen Neuner hier. Und wenn wir jetzt zu viert spielen würden, dann könnte ich auch sagen, ich nehme noch so zwei kleine hier. Und dann nehme ich noch einen Fünfer zum. Und dann eins mehr als mitspielen, dann noch so einen Sechser. Ich könnte natürlich auch alles von einem nehmen, ganz egal, wie ich möchte. Dann ja, wird sozusagen auktioniert. Wie funktioniert das? Jeder hat hier so Auktionsplättchen, auf denen sind Zahlen drauf. Oh, ich habe es jetzt nicht sortiert. Die von 1 bis 20, wenn ich jetzt richtig sehe, ja genau, von 1 bis 20, 20 Stück. Und davon muss ich mir eins aussuchen und ich kann jedes dieser Plättchen im Spiel nur einmal verwenden. Sollte es der Fall kommen, dass wir keine Plättchen mehr haben, dann ist auch Spiel vorbei, ist eine Möglichkeit, wie das Spiel enden kann. Ja, und dann nehme ich einfach eins, zum Beispiel das hier, zack, wähle das aus, das machen meine Mitspieler auch, dann wird aufgedeckt und klar, der sozusagen die höchste Option gesetzt hat, darf sich zuerst eins aussuchen, dürfte dann das Große oder das Kleine nehmen. Die Großen sind nicht wertvoller als die Kleinen. Im Gegenteil, wenn man mehr Kleine hat, dann hat man vielleicht mehr Gemälde und dadurch am Ende mehr Punkte. Aber sie bedecken natürlich mehr Fläche, was gut sein kann oder auch nicht. Ja, und wenn ich dann sozusagen, wenn ich jetzt die höchste Zahl hätte, bei Gleichstand entscheidet dann einfach Startspielerei um. Ja, dann könnte ich einfach das nehmen und hier so einpuzzeln. Ach so, was ich vergessen habe, man hat ein Startgemälde, das muss man hier irgendwo hier auf die Startdinger hier drauflegen. Immer so, dass das hier schön passt mit diesen Umrandungen und dann kann ich das sozusagen hier irgendwie anpuzzeln. Wäre jetzt allerdings nicht sehr sinnvoll gewesen, dass ich das hier nehme. Warum? Weil, was ich eigentlich immer gerne machen möchte, ist gleiche Rahmen nebeneinander haben. Weil wenn ich sowas hier mache, das habe ich einen Rahmen nebeneinander gehabt, dann kann ich mir so eine Einerverzierung nehmen und die irgendwo einbauen. Hätte ich jetzt mit diesem Teil gleichzeitig zwei Rahmen, das können wir mal ein Beispiel machen, wenn das hier so wäre
und ich würde jetzt das hier nehmen, dann könnte ich das hier hinlegen. Jetzt hätte ich zwei Rahmen nebeneinander, würde ich schon zwei Verzierungen kriegen. Allerdings wäre das nicht besonders clever, es so zu bauen. Warum? Weil hier seht ihr, die Gemälde haben auch Farben. In dem Fall ist es sozusagen ein Gebäude, da gibt es Stillleben, Porträts und Landschaften. Und zwei gleiche nebeneinander, das ist ein Fauxpas. Und das bedeutet, dass diese beiden Gemälde null Punkte zählen am Ende des Spiels. Das heißt, selbst wenn hier die blauen Gemälde ganz wertvoll werden, dann würden die beiden blauen null werden. Das heißt, das wäre ziemlich blöd, aber ich wollte es euch nur zeigen, wie man hier jetzt, in dem Fall trotzdem würde ich jetzt hier ein Zweier, so eine Zweier Verzierung bekommen. Ich kann auch, wenn ich ein Gemälde baue, es nicht hier hinlegen, sondern hier auf meinem Assistenten geben, habe aber so, also so ein und Platz, der sozusagen, den ich tauschen kann, wo ich was parken kann, wo ich es nicht sofort definitiv einbauen kann, muss. Ich kann die Sachen hier später nachher nicht mehr bewegen. Und das geht jetzt eben so lang reihum, bis nur noch ein Gemälde übrig bleibt, weil ja immer eins mehr da ist als Mitspieler. Und das wandert ins Museum. Und da guckt man jetzt hier in den Farben, das legt man hier blau hin. Und jetzt schaut man, was war das hier für eins? Das war ein Vierer. Jetzt geht der Blaumarker vier Schritte nach vorne, sodass sozusagen in jeder Runde hier ein neues Gemälde hinkommt und diese Marker bewegt werden, je nachdem, was die Gemälde für eine Nummer haben. Und das wiederum entspricht dann später dem Wert der Gemälde am Spielende. Wenn das jetzt Spielende wäre, dann schiebt man diese Marke hier so hoch und ja, dann wäre jedes blaue Gebäude zwei Siegpunkte wert, grün drei und so weiter. So werden die Siegpunkte festgelegt. Das heißt also, für die Gemälde, die nicht genommen werden, die wiederum erhöhen den Preis von der Sorte Gemälde, das sie eben sind. Und dann spielen wir einfach immer so weiter, bis entweder hier jemand alles vollgepuzzelt hat, das hier alle ist, oder es kann auch passieren, dass man einfach nicht mehr legen kann, auch keinen Platz mehr beim Assistenten hat, wenn es einfach nicht mehr passt, das, was man nehmen musste. Ja, dann kann man es noch einmal mit dem Museum tauschen, aber wenn man zweimal welche hat, die man wirklich gar nicht einbauen kann, dann wird auch das Spielende eingeläutet und dann zählen wir einfach unsere Gemälde, vor allem wie sie halt hier wert sind. Wichtig, dass eben diese Fauxpas null zählen. Es gibt noch Bonuspunkte, wenn man alles voll hat, Minuspunkte, wenn man die Ecken noch frei hat und wer die meisten Siegpunkte hat, der hat gewonnen. Ja, ich habe ja schon den Bruder im Geiste angesprochen vom guten Dr. Rainer Knizia. Modern Art, Mensch, das ist lange her, dass ich das gespielt habe. In der Kindheit habe ich Modern Art gerne gespielt. Und Art Society, ja, man kann nicht sagen, es ist der Nachfolger oder sowas, aber man muss schon mal festhalten, vielleicht hat es ein paar Inspirationen von Modern Art genommen, es aber auf eine sehr eigenständige, neue Art und Weise umgesetzt. Es ist halt auch ein Auktionsspiel, aber die Auktionen funktionieren hier so ein bisschen anders. Bei Modern Art war es ja so, immer auch da hat der Auktionator ist gewechselt, aber wenn man Auktionator war, hat man selber versteigert und hat das Geld bekommen, wenn man ein Kunstwerk versteigert hat. Oder man konnte es selber kaufen, aber dann hat man halt kein Geld bekommen, was einem dann wieder gefehlt hat. Das war eine ganz andere Sache. Hier geht es ja wirklich darum, dass wir einfach nur ein Auktionsplättchen aussuchen. Und das ist wirklich auch das Beste an dem Spiel, finde ich, dieser Auktionsmechanismus, der ist wirklich klasse, weil er so schön einfach ist, weil wir uns dann letztlich einfach nur ein Blättchen aussuchen können. Natürlich versuchen wir irgendwie gut unsere Mitspieler so ein bisschen auszurechnen, wie viel bieten die vielleicht, da können wir nur so ein bisschen mehr bieten, dann haben wir was günstig, können wir günstig aussuchen als Erster und so. Vielleicht ist es aber auch gut zu lesen, ah, bei der Auswahl der Plättchen, da kann ich auch mal wirklich billig bieten, weil ich kann auch es ist nicht so schlimm, wenn ich erst später drankomme, weil da viele Möglichkeiten sind für mich. Also das ist wirklich schön gemacht und können Familien wirklich schön spielen, ist immer ganz nett. Was hier auch gut funktioniert, und das erinnert auch so ein bisschen Modern Art, ist die Geschichte, dass eben die verschiedenen Kunstwerke nachher einen unterschiedlichen Wert haben und es davon auch abhängt, wie diese Auktionen ablaufen. Bei Modern Art war es einfach so, je mehr Kunstwerke versteigert wurden an einem bestimmten, von einer bestimmten Sorte, desto wertvoller wurde es. Hier ist genau andersrum. Die nicht versteigert werden, die nicht genommen werden, die steigen im Wert. Und das ist einfach auch eine gute Mechanik. Ne? Das heißt also wirklich, man muss halt immer so ein bisschen schauen. Besonders gut ist es natürlich für einen, wenn man quasi eins nehmen kann und gleichzeitig bleibt es selber auch noch liegen, sodass es auch im Wert steigt. Aber das funktioniert natürlich nicht immer. Dazu hat man doch dieses Puzzlespiel. Das ist vielleicht der klassischste Part des Spiels.
der jetzt wirklich gar nichts Neues macht. Klar, dass wir jetzt diese, na, dass wir darauf achten müssen, da nicht die richtige Nach also nicht die gleichen Symbole in die Nachbarschaft zu legen, weil es keine Punkte gibt. Und dann noch diese Sache mit den Rahmen, dass wir da Bonus kriegen, um da Lücken zu füllen und so weiter. Ja, das ist bekannt, würde ich sagen, mechanisch, aber die Umsetzung macht es hier halt, ne? Also dieses Thema mit diesen vollgehängten Kunstwänden sieht schön aus, fühlt sich frisch an. Das, ja, da ist halt einfach die Umsetzung, die das dann trotzdem wirklich schön zum Spiel macht. Der einzige Nachteil, finde ich, oder Kritikpunkt, den ich so habe an dem Spiel, ist, abgesehen von den nicht ganz ebenen Boards, dass die Puzzleteile, also die Gemälde, gerade die kleinen Gemälde, so ein bisschen zu fitzlig sind und auch ein bisschen zu einfach verrutschen. Ja, da wäre natürlich so eine Deluxe-Ausgabe schön. Gibt es, glaube ich, sogar, weiß gar nicht, wo dann die Sachen Vertiefungen haben und das nicht mehr verrutschen kann. Das ist aber natürlich, muss man immer sehen, für so ein Familienspiel wäre das vielleicht auch einfach zu aufwendig und auch zu teuer. Ja, will man dann so viel Geld ausgeben für ein Spiel, was nur 30 bis 60 Minuten geht und was letztlich einfach nur ein Familienspiel ist? Nur in Anführungsstrichen ein schönes Familienspiel, wirklich ein, das mir rundum gut gefallen hat, was bei mir eine Kaufempfehlung kriegt. Aber ob ich mir dafür jetzt Deluxe-Material holen würde für viel Geld extra, bin ich mir nicht ganz sicher, auch wenn es nice to have wäre, weil es eben mal gerne verrutscht. Ja, und dann bin ich auch schon so am Ende meiner kleinen Rezension hier. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da, das freut mich. Oder auch ein Kommentar, wie ihr das Spiel fandet, wenn ihr es schon gespielt habt. Ich vermute mal, die deutsche Version wird 1 zu 1 sein, da wird nicht so viel passieren, aber ist auch in Ordnung. Vielleicht ist das, ich kenne das ja selber, mit diesen verbogenen Boards. Das kann auch mal so ein Produktionschargenproblem sein. Also da stirbt die Hoffnung zuletzt, dass es vielleicht im Deutschen ein bisschen besser ist. Mal schauen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Video.